Hallo ihr Leseratten, es ist jetzt Zeit für ein Subalphabet-Video und wir nähern uns langsam dem Ende des Alphabets, zumindest von der ersten Runde, denn es geht weiter mit V. Und ich habe hier wieder 10 Bücher und auch da gibt es garantiert, also nicht nur garantiert, sondern gibt es auf jeden Fall noch eine zweite Runde weiter. Falls ihr mich komisch anhört, ich hätte gerade einen extrem niesenden Fall, also könnte sein, dass die Nase noch so ein bisschen... sehr praktisch. So, fangen wir einfach an. Es ist irgendwie sehr Fantasy-lastig diesmal. Also es sind nur zwei, in den drei aus dem Krimi-Thriller-Bereich und der Rest kommt alles. Na, hier so her. Okay, fangen wir an mit Envor Band 9 von Wolfgang Kohlbein und zwar Das vergessene Heer. Die sind ja meistens recht dünn, bis auf so ein paar Ausnahmen. Ich glaube, also das 11. Buch ist halt so eine große Ausnahme und der Rest ist alles so schön dünn. Ja, muss ich auch nicht mehr weiterlesen. Dann kommen wir zum dicksten Buch und dem schwersten Buch gleichzeitig auch. Und was ich schon kurz erschienen ist, glaube ich, gekauft habe, auf jeden Fall einen Büchergutschein. Ist schon wieder mal drin. Nein, habe ich es ja nicht reingeschrieben. Oh, war ja. Na gut, es ist Das verlorene Symbol von Dan Brown. Und ich muss immer noch Sakrileg lesen. Ich glaube, danach kommt erst. Danach das verlorene Symbol. Von daher, und das ist so schwer, weil es die illustrierte Ausgabe ist. Das heißt, sie ist halt mit Rahmen und Bildern und ja. Das ist eine schöne Ausgabe. Ja. Von daher bin ich gespannt, wie das Buch sein wird, wenn ich es nochmal mal lese. Beziehungsweise, wie gesagt, ich muss erstmal Sakrileg lesen, um dann hier ranzukommen. Das kann wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Obwohl ich Illuminati sehr gerne gelesen habe, auch den Film gemocht habe, aber irgendwie habe ich seitdem kein Buch mehr von ihm gelesen. Warum auch immer. Dann haben wir von R.A. Salvatore Die vergessenen Welten 7 Das Vermächtnis. Vermächtnis ist auch schön, ja. Da ist sogar zweimal das V. Einmal die Reihe an sich und einmal das Buch in dem Fall, also das Vermächtnis. Ja. Auch da muss ich erstmal die ersten sechs Bände haben. Weil das ist das einzige von der Reihe. Hatte ich mir irgendwann als Bengel-Exemplar bekommen. Und ich habe jetzt ein Buch von dem Autor gelesen und fand das toll. Und seitdem auch da. Still ruht der See. Ich verstehe es nicht, aber gut. Dann haben wir hier Ulrike Schweigert, Das Vermächtnis der Kupferdrachen. Des Kupferdrachen. Auch das ist, glaube ich, nicht der erste Band, wenn ich mich nicht irre. Die Drachenkrone ist der erste Band. Aber Ulrike Schweigert soll ja sehr gut schreiben. Ich weiß gar nicht, ich habe schon mal ein Buch von ihr angefangen zu lesen, aber nicht weitergelesen. Aber ja, ich möchte es auch nicht aussortieren, weil in dem Fall möchte ich es tatsächlich gerne lesen und muss mir irgendwann mal den ersten Band zulegen. Dann kommen wir zu meinem ersten Buch, was ich von R.A. Salvatore überhaupt gekauft habe, auch als mein Exemplar. Und zwar das verwunschte Tal, und zwar Drachendämmerung 3. Da habe ich auch mal, ist das noch drin? Nein. Ich hatte es sogar mal angefangen und dann gemerkt, so, irgendwie ist komisch, verstehe ich nicht. Hä? Bis ich dann da unten überhaupt gelesen habe, dass der dritte Band ist. Ja, blöd. Aber gut, die Vorgeschichte dazu habe ich schon mal gelesen. Den ersten Band zu der Reihe habe ich auch hier. Aber noch nicht gelesen. In den zweiten habe ich noch gar nicht hier. Aber wie gesagt, die Vorgeschichte fand ich schon toll und deswegen bin ich gespannt auf diese Reihe. Dann, das Buch kann ich tatsächlich lesen, ist der zweite Band, aber ich habe den ersten bereits gelesen und gehört. Und zwar Wolfgang Kohlbein, Der Vampir, die Chronik der Unsterblichen 2. Ist ja auch so eine Endlosreihe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände es da inzwischen gibt. Aber ich fand den ersten Band auch richtig toll, vor allem in Kombination Hörbuch, Buch fand ich es richtig gut. Und da möchte ich auch unbedingt weiterlesen. Dann zu meiner anderen Endlosreihe, ist alles Endlosreihen. was ich noch lange nicht lesen kann, weil es irgendwie ziemlich am Ende von... Stimmt gar nicht. Doch, ziemlich am Ende von der Reihe steht. Zumindest was ich bis jetzt hier habe. Und ich habe da nicht mal alle. Drachenlanze mal wieder. Und zwar die Kinderdrachenlanze Band 4. Der verlorene Stern. Ja. Mal sehen, wie viele tausend Jahren ich das Buch lesen kann. Das ist ein ganz furchtbares Video, habe ich das Gefühl. Aber kann ich noch nicht lesen. Das funktioniert noch nicht. Das kann ich noch nicht lesen. Und oh, das tut mir leid. Dann kommen wir zu einem neunten Band. Nee, gar nicht wahr. Endor Band 10. Dann hätten wir schon. Und zwar die verbotenen Inseln. Wenn ich neun nicht lesen kann, kann ich 10 auch noch nicht lesen. Ohne Worte. Dann kommen wir zu einem Einzelband, schätze ich jetzt einfach mal. Ein Buch, was ich auch erstmal anlesen möchte. Weil ich noch nicht weiß, und überhaupt keine Ahnung was.
auch Mängelexemplar gewesen. Und zwar Die vergessene Sonne von Christopher Wright. Ja, auch das möchte ich erstmal anlesen und gucken, ob es mir gefällt oder nicht. Und dann schauen wir weiter. So. Und dann das dünnste von allen und natürlich darf, wer nicht fehlen, Agatha Christie. Und zwar Die vergessene Mörderin. Ja, sehr, sehr dünn. Wie viele Seiten hat denn das? 180 oder was? Ach nee, doch über 200. Sieht gar nicht so aus. Ja, gut. Aber das waren jetzt alle 10 Bücher mit V, zumindest für die erste Runde. Habt ihr davon schon was gelesen? Oder seid ihr der Meinung, ich muss eine Reihe jetzt unbedingt sofort wegsuchten? Wahrscheinlich eh nicht wirklich passieren, aber motiviert mich. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, bye bye.